Okay, Freunde der Sonne, und willkommen zurück zu einem neuen Video. Also, wie ihr im Titel ja sicher schon gesehen habt, geht es in dem Video ein bisschen darum, wie ich meinen im Moment äußerst langweilig, trist aussehenden Studentenwohnheimraum umstyle mit meinen Dekosachen und so weiter und so fort. Und natürlich, um ein nices Vorher-Nachher zu machen, zeige ich euch jetzt gleich erstmal, wie der Raum aussieht. Ich habe auch nochmal Rooms geswappt und generell Flats geswappt, weil ich davor mit dem in meinem Raum nicht ganz so zufrieden war. Aber es war weniger der Raum, es war ein bisschen so mehr die Küche und so. Aber genau, auf jeden Fall bin ich heute in den Raum jetzt hier quasi eingezogen und habe meine ganzen Sachen hier reingestellt. Deshalb sieht es ein bisschen unordentlich und unaufgeräumt noch aus. Also genau, aber ich zeige euch jetzt erstmal, wie der Raum aussieht, damit ihr eine Ahnung habt, mit was wir quasi hier arbeiten oder mit was ich hier arbeite. Und dann habe ich auf jeden Fall einiges vor und ich hoffe, am Ende wird es cozy und gemütlich und alles drum und dran. Also, let's go! Um das Ganze jetzt zu starten, zeige ich euch mal ganz kurz einen kleinen Layout von der Wohnung, wo ich jetzt bin. Ich habe ja gesagt, dass ich quasi schon Flats heute nochmal gemoved habe und deshalb bin ich jetzt quasi tatsächlich alleine in der Wohnung hier, was eigentlich ganz nice ist, weil ich bin eigentlich ganz gerne alleine und Friends habe ich hier ja trotzdem in Oxford, deshalb ist es nicht so dramatisch, dass ich jetzt kein, also noch nicht mit Leuten in der Wohnung zusammen wohne. Aber auf jeden Fall ist das jetzt hier gerade die Wohnung, hier so der Flur. Ich glaube, hier können 7 Leute eigentlich wohnen. Wir haben eine Küche, beziehungsweise ich habe im Moment eine Küche für mich. Das bedeutet, keiner kann sie dreckig machen. Yay! Und genau, ich zeige jetzt mal, wie das hier so aussieht. So, also hier kommt man elegant rein. Dann ist unser Flur slash mein Flur hier so. Und dann gehe ich hier den ganzen Flur runter. Hier ist übrigens die Küche und hier ist mein Raum 21, passend zu meinem Alter. Yay! Und zu dem Jahr, wo wir uns gerade befinden. Okay, das ist jetzt mein Raum. Also wie gesagt, bitte mal meine Unordnung im Moment gerade noch ignorieren, weil ich habe die ganzen Sachen hier reingebracht heute mit meinen Eltern. Okay, also wir standen ja jetzt gerade hier. Das ist die Eingangstür, da kommt man rein. Dann habe ich hier an der Wand so ein paar Haken. Dann ist hier ein Bett und dann ist hier so eine kleine Lampe. Die habe ich schon mal nach oben gedreht, weil ich finde, das sieht immer ein bisschen nicer aus. Und die ganze Wand ist hier frei. Da plane ich auf jeden Fall, meine Tapestry aufzuhängen, die ich auch schon in dem anderen Zimmer hatte. Dann auf der Seite, hier ist ein Fenster, habe ich jetzt gerade zugemacht, aber da guckt man raus, obviously. Und dann habe ich hier 2 Schränke, die offen sind. Einen zum Glück recht großen Schreibtisch, Schubladen. Das hier habe ich schon auf den Stuhl drauf gemacht, damit es ein bisschen weicher ist. Und die Lampe haben wir übrigens auch gekauft, also die war hier noch nicht vorher. Dann in dieser Ecke habe ich hier einen Kleiderschrank, da habe ich schon das hingehängt, das hat zum Glück gerade genau gepasst. Und das ist quasi der Raum, ganz gemütlich muss ich so sagen, wenn man sich das hier so anguckt, glaube ich, hat das Potential. Muss gucken, ich habe Lichterketten und eine Tapestry. Ich habe von meiner Wohnung in Leipzig meinen Fake-Kamin mitgenommen, weil ich finde, der macht so gerade in der herbstlichen, winterlichen Zeit einen richtig nicen Vibe. Ich weiß, klingt jetzt irgendwie richtig dumm, aber der ist wirklich, der ist einfach das Beste, die beste Investition ever. Und da muss ich auch gucken, wo ich das hinstelle. Und dann jetzt kommt aber noch das Bad. Okay, dann haben wir hier das Bad. Das ist das Bad. Genau, also hier ist halt direkt eine Dusche und eine Toilette, wo auch ein kleines Mini-Waschbecken, ein kleiner Spiegel, dann hier noch ein bisschen Ablagefläche. Hier ist auch noch ein Licht, by the way. Yay, uhu. Genau, dann kann ich hier noch was aufhängen. Und ja, das ist das Bad. Hier werde ich, glaube ich, nicht so viel machen. Ich habe einen Teppich für das Bad und ich glaube, das war's. Mehr mache ich hier nicht. Dann werde ich jetzt das Bad putzen, damit wir mit einer cleanen Umgebung hier arbeiten. Meine Eltern haben mir vorhin schon noch schnell geholfen und haben halt quasi den Raum hier außer das Bad schon quasi schon alles abgeputzt und abgewaschen, sodass ich das jetzt zum Glück nicht mehr machen muss, was sehr nice ist. Genau, deshalb mache ich jetzt noch schnell das Bad und dann starte ich mit der Decoration. Ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass ich heute alles noch schaffen werde, weil ich will auch noch was essen und dann ein bisschen chillen und morgen habe ich ja auch noch den ganzen Tag Zeit und dann muss ich jetzt heute eigentlich auch noch ein bisschen was arbeiten, weil ich habe heute noch nichts gemacht wegen Southampton und Umzug, traurigerweise, aber wahr. Aber let's go, würde ich sagen. Jetzt kommt
Step 1 der Decoration-Sache. Ich habe nämlich gerade schon versucht, mehr oder weniger meine Koffer leer zu räumen, meine Klamotten einzuräumen. Aber irgendwie ist der Space ein bisschen eng, weil deshalb muss ich jetzt so viel draußen stehen lassen irgendwie. Das sieht eigentlich gar nicht so nice aus. Aber mal sehen. Aber wie gesagt, jetzt kommen wir erstmal zu Step Number 1 ist Putting up a Tapestry. Yes. Und das werde ich jetzt genau hier tun. An dieser leeren Wand. Und ich hoffe, das sieht gut aus. Und wie mache ich das? Weil man kann ja hier keine Nägel in die Wand hauen, obviously, und so weiter und so fort. Deshalb werde ich das mit Blue Tack machen. Genau, das habe ich nämlich in der anderen Wohnung in Oxford auch schon gemacht. Und das hat ganz gut geklappt. Die Tapestry aufgehangen at the moment. It looks like this. Next step ist eine kleine Sterngirlande über das Bett zu hängen. Ich habe leider keinen Tesa oder irgendwie sowas, deshalb versuche ich das jetzt auch mit Blue Tack. Mal sehen, ob es klappt. Also mein Plan ist, die irgendwie hier so quer rüber zu hängen. Mal sehen, ob das funktioniert. Okay, es sieht jetzt gerade so aus. Eventuell hänge ich sie auch noch ein bisschen höher, weil sie schon recht weit unten, wie man sehen kann. Okay, guten Morgen, Freunde. Guck mal, die Sonne scheint in mein Zimmer. Wie episch ist das denn? Love it, love it, love it. Time for some coffee. Und dann mache ich jetzt gleich noch nice Pancakes. Erdbeerkaffee ist das übrigens von Karls Erdbeerhof. Yay. Okay, willkommen zurück zum nächsten Tag. Ich habe heute noch nicht so viel gemacht, irgendwie habe ich wieder nur gechillt. Und jetzt dachte ich mir so, jetzt wird es langsam ein bisschen dunkler. Jetzt hänge ich mal meine Lichterketten auf und gucke gerade, wie ich das am besten mache. Das Blöde ist halt, die ganzen Lichterketten und auch mein Kamin, obviously keine englischen Stecker sind oder USB oder sowas. Deshalb kann ich das nur da bei meinem Schreibtisch einmal alles reinmachen. Deshalb habe ich jetzt mir überlegt, dass ich diese eine, die so ein recht langes Ding hat, versuche, ich weiß nicht, ob das klappt, dass ich das quasi hier hoch an die Wand mache und einmal so darüber hänge, weil das fände ich richtig doll sweet, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert und ob das hält. Und dann die andere mache ich wahrscheinlich hier irgendwo bei meinem Regal, so an den Schreibtisch da so dran. Yes, we'll see if it works. Okay, dann habe ich jetzt noch ein Vertreibungsprojekt von John Lewis mitgenommen und habe da jetzt die Bilder slash was auch immer ausgeschnitten und habe die jetzt einfach hier so an meine Pinnwand gepinnt, damit es ein bisschen nicht so empty aussieht. Die habe ich jetzt erstmal hier gemacht, also weil ich hier keinen Printer oder irgendwelche Fotos leider habe. Ja, sieht das im Moment jetzt so aus. Woohoo. Okay, ich habe jetzt meinen Raum den Boden gesaugt. Ich weiß nicht, man sieht es nicht so richtig. Aber jetzt habe ich zwei Teppiche, die ich noch auf den Boden lege. Also, check that out. Also ich habe einmal diese zwei Teppiche. Den habe ich mitgenommen aus Deutschland. Den hatte ich schon vorher in meiner alten Wohnung. Das ist einfach, glaube ich, von Ikea so ein relativ stabiler Teppich. Den lege ich, glaube ich, irgendwo hier vors Bett, I think. Und dann habe ich den von Asta, I don't know, neu gekauft. Und der ist so ein flauschiger, rosaner Teppich. Den lege ich, glaube ich, hier hin. Genau, das mache ich jetzt mal schnell. Und, oh mein Gott, guys, ich habe es gerade ausgepackt. Und oh mein Gott, ist der flauschig. Love it. Und let's see. Und das lege ich jetzt hier so elegant vor mein Bett. Oh mein Gott, wie süß das aussieht. Okay, look at this. Hier ist flauschiger Teppich. Nummer 1. Love it. Okay, und jetzt kommt Teppich Nummer 2, I guess, hier hin. I think. We'll see. Oder so quer. I don't know.
Okay, und hier ist Teppich Nummer 2. Dummerweise hat er sogar eine relativ ähnliche Farbe wie der Teppich, aber egal. Genau, ich habe ihn jetzt erstmal einfach hier hingelegt. Mein Zimmer ist noch ein bisschen messy, wie man sehen kann. Yay, vielleicht tausche ich die auch, weil da ist halt der Stuhl und ich finde es halt kacke, wenn der Stuhl die ganze Zeit über den Teppich rollen würde. Genau, aber jetzt muss ich erstmal los. Vielleicht treffe ich noch mit Friends. Also, let's go. Und ich zeige euch dann morgen, wie ich das machen werde. Dann kommen wir jetzt zum Final Reveal von meinem Zimmer. Also jetzt zeige ich euch ein paar Clips und dann sage ich noch ein paar Sachen zu den einzelnen Sachen, falls es Sinn macht. Okay, also schaut euch das an, es ist richtig möglich geworden. Okay, also hier ist noch ein bisschen messy, aber da sind so Taschen, meine Jacke. Hier habe ich meine Schuhe ordentlich aufgereiht. Wupp, wupp, ganz schön viele diesmal. Genau, dann habe ich meine beiden Teppiche hier und hier jetzt hingelegt. Ich liebe den einfach, der ist so, so, so flauschig. Und dann hier habe ich ja die eine Lichterkette aufgehängt oder zumindest versucht. Hier ist es schon ein bisschen abgeflogen, muss ich nochmal gucken, dass ich das nochmal ein bisschen besser befestige. Aber hier ist einfach mein absolut favorite Kamin. Bücher. Kerzen dürfen natürlich auch nicht fehlen. Da oben stehen auch noch 3 Yankee Candles und dann habe ich hier noch eine und Teelichter. Das Regal ist noch ein bisschen messy, aber das hier sind alles so meine Waschsachen und so Sachen für das Pinboard und blablabla. Da muss ich nochmal gucken, weil es ist halt natürlich offen. Und dann hier ist mein Musikstuff und meine Polaroid-Kamera. Dann haben wir hier meine Sonnenbrillen und so ein bisschen Kosmetik-Stuff, Haarprodukte und so weiter und so fort. Genau, hier an meinem Schrank, das ist gerade noch ein bisschen messy as well, aber da habe ich auch ein paar Sachen drin gehangen. Und dann, genau, meine Gitarre, Spiegel, Schminkstuff, Kerzen. Meine Aussicht ist eigentlich auch richtig sweet, leider haben wir heute keinen nicen Sonnenuntergang. Cute Kerzen. An der Seite von meinem Bett, wie ihr sehen könnt, ist hier das coole, die coole Sterngelände. Dann, das ist einfach das absolut niceste. Und dann die Lichterkette habe ich hier einmal quer durch den Raum gehängt. Und die geht dann hier rüber und zu diesen Dings. Genau, bei meinem Bad hat sich tatsächlich jetzt nicht so super viel verändert. Da habe ich tatsächlich einfach nur diesen Teppich hier reingelegt und dieses coole Duftdings hingestellt. Und ja, das war's, meine Handtücher. Yay, huhu. But, ja, habe ich ja am Anfang gesagt, beim Bad habe ich nicht so viel gemacht. Genau. Und das ist mein Zimmer. Huhu. Also, ich bin richtig zufrieden damit jetzt. Es ist relativ groß, es ist gemütlich, vor allem mit den Lichterketten und meinem Kamin. Love it. Sonst jetzt erstmal war es das von mir. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr fandet es irgendwie interesting, hilfreich, was auch immer. Also lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo oder was auch immer. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Okay, bye bye.